Ja, herzlich willkommen. Heute will ich Ihnen kurz sagen, was wir in ERP-Systeme machen. ERP-Systeme, das sind Systeme, die im Unternehmen während den einzelnen Aufgaben unterstützen. Planungen durchführen, aber auch einfach Daten speichern. Und an den Stellen, an denen man es wieder braucht, kann man die Daten dann auch entsprechend wieder sichtbar machen und damit weiterarbeiten. Wir werden arbeiten in SAP, einer der größten deutschen Softwarehersteller, der mittlerweile weltweit auch die Software implementiert hat. Und Sie werden kennenlernen die einzelnen Prozesse. Ja, normalerweise sind Sie im Unternehmen, da sind Sie im Einkauf und da erzeugen Sie Bestellungen, verhandeln mit den Lieferanten und dokumentieren das letzten Endes die Preise und die Konditionen im System. Ja, dann gibt es wieder andere, wenn eine Bestellung gemacht worden ist, die buchen den Wareneingang. Das ist normalerweise eine andere Abteilung, das ist möglicherweise auch an einem anderen Ort, einer anderen Stadt, in einem anderen Land. Und dann haben wir hinterher auch wieder welche, die dafür zuständig sind, die Zahlung, also die Rechnung zu buchen und erstmal die Rechnung zu prüfen. Das sind normalerweise voneinander losgelöste Aufgaben. In ERP-Systeme werden wir das als gesamten Prozess einmal durcharbeiten. Das heißt, sodass Sie wirklich auch alle Aufgaben kennenlernen, die innerhalb eines solchen Bestellabwicklungsprozesses, wir nennen das als Fachwort P2P, Purchase-to-Pay-Prozess, abgewickelt werden. Damit Sie lernen, welche Daten kommen ins System, welche Daten werden auch von wem ins System gegeben und wo können möglicherweise auch Fehler auftreten an späteren Stellen und was sind die Ursachen. Ja, wir werden das in Übungen durchführen. Sie bekommen für jede Übung, die wird überprüft, Sie bekommen ein Feedback. Sie müssen ein Testat abliefern am Ende des Semesters, in dem nachgewiesen wird, dass Sie die ganzen Teilaufgaben, die ganzen Prozesse, die wir bearbeiten, einmal korrekt abgebildet haben. Und daraufhin werden wir dann eine Klausur schreiben. Die Klausur schreiben wir dann letzten Endes am Rechner oder mit Unterstützung des Rechners, weil Sie einmal lernen sollen, das System zu bedienen, einfach auch vom Handling her sicher sein werden, denn Sie werden es später im Praktikum höchstwahrscheinlich brauchen und einsetzen können. Und auf der anderen Seite soll natürlich auch ein bisschen Verständnis abgefragt werden, dass Sie die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Aufgaben und zwischen den Prozessen kennen. Ja, ich freue mich auf Sie und hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen Lust auf ERP-Systeme gemacht habe. Bis dann! Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.